Ja, liebe Videogemeinde, ich begrüße Sie heute zur neuen Videobotschaft für diese Woche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, ob Sie die Bilder wahrscheinlich ja auch gesehen haben aus Amerika, aus den USA, wo ein aufgeheizter, eine Menschenmenge das Kapitol gestürmt hat, das Zentrum der Demokratie in den USA, und dort eben eingedrungen ist und vieles verwüstet hat. Viele Büros wurden verwüstet. Die Politiker mussten sich verstecken und sich in Sicherheit bringen. Und es war eine sehr bedrohliche Situation. Die Bilder haben uns alle irritiert und auch verstört. Und das Schlimmste an der Angelegenheit finde ich, dass der Präsident, der gewählte Präsident des Landes, die Menschen aufgepeitscht hat, angeheizt hat, dass sie eben das Kapitol stürmen und so demokratische Strukturen und die Demokratie an sich eben ja, versuchen in den Dreck zu ziehen, lächerlich zu machen und auch ein Stück weit auszuhebeln. Durch Lügen, die der Präsident immer verbreitet hat, durch Hass und durch diese Fähigkeit, Menschen eben zu manipulieren. Und ich habe mir gedacht, wenn das in dem Mutterland der Demokratie in den USA möglich ist, dann ist es letztlich in jedem Land der Welt möglich. Und wir sehen das ja auch. Wir sehen das in Ungarn durch Orban, wir sehen es in der Türkei durch Erdogan und viele andere Demagogen. Es gab immer und wird immer Menschen geben, die diese Fähigkeit haben, diese gefährliche Fähigkeit haben, Menschen zu manipulieren, große Menschenmassen zu begeistern und dann auch hin zu falschen und zu schlechten Entscheidungen zu führen. Wir kennen das aus unserem Land. Adolf Hitler in der Zeit des Nationalsozialismus, ein Demagoge, der die Fähigkeit hatte, Menschen zu begeistern und dann eben zu bösen und grausamen Taten zu verführen. Und das ist eine bleibende Gefahr, die es auch heute gibt. Und so ist es so, dass die Demokratie nie sicher ist, nie ungefährdet ist. Und Sie sehen, dass ich hier vor dem neuen Rathaus in Emsbüren stehe. Und in diesem Rathaus werden im April und Mai wird die Verwaltung einziehen und hier werden dann auch die Ratssitzungen sein, wo die Politikerinnen und Politiker, die Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen eben sich treffen werden, die Entscheidungen treffen werden, auf das Volk hören und so eben die Demokratie hier bei uns im Kleinen gestalten werden. Und dieses ist ein Auftrag, ein wichtiger Auftrag für uns, die Demokratie eben zu schützen und die Demokratie zu gestalten, weil das ist ganz wichtig, die Politiker können nicht alleine die Demokratie gestalten und schützen. Und die Polizei kann nicht alleine die Demokratie gestalten und schützen, sondern Demokratie und Freiheit zu gestalten und zu schützen, das ist eben unsere aller Aufgabe. Und ich selbst musste leider auch oder habe die Erfahrung gemacht, wie es ist, in einer Diktatur zu leben. Die Älteren von Ihnen kennen das auch noch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Oder die, die in der DDR gewohnt haben, kennen das aus der Zeit, dort in einer Diktatur zu leben. Ich selbst habe ein Jahr in Südamerika, in Chile gelebt, in der Zeit der Pinochet-Diktatur. Und dort habe ich erfahren, wie das dort ist, dort zu leben. Die Menschen lebten in Angst, sie waren eingeschüchtert, man traute sich nicht offen zu sprechen, weil überall die Geheimpolizei war und man damit rechnen musste, dass etwas geschah. Ich habe auch im Kindergarten in Chile gearbeitet, in Santiago. Und dort im Kindergarten haben die Kinder ganz oft Bilder gemalt mit Soldaten und Polizisten. Denn oft kamen die Polizisten und die Soldaten vor allem nachts in die Häuser, in die Wohnblocks, in die Slums und in die Hütten, haben Menschen abgeholt. Diese wurden dann gefoltert und viele von ihnen sind nicht aufgetaucht. Damals habe ich zum Beispiel unsere Sekretärin gefragt, wie geht es ihrer Familie, wie geht es ihrem Mann? Und sie sagte, mein Mann ist weg, er wurde abgeholt von der Geheimpolizei und ist nie wieder aufgetaucht. Es ist wichtig und es lohnt sich, für Freiheit und Demokratie einzustehen. Wir haben Glück in Deutschland, dass wir in einem so tollen Land leben dürfen, in einer freiheitlichen Gesellschaft, wo die Meinungsfreiheit garantiert ist, Religionsfreiheit, wo die Würde des Menschen, aller Menschen wichtig ist. Aber es ist unsere Aufgabe, eben all das auch zu schützen und zu gestalten. Das geht nicht von alleine, sondern es geht nur durch Menschen. Und ich möchte zwei Menschengruppen oder drei Menschengruppen vielleicht nennen, wo das, was ich meine und was wichtig ist, exemplarisch deutlich wird.
Das sind die Kommunalpolitiker, zum Beispiel hier in diesem Rathaus in Emsbüren und in tausenden anderer Rathäuser überall im Land, die die Demokratie und die Freiheit gestalten und schützen, das Mitbestimmungsrecht und Gestaltungsrecht eben der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger. Es sind die Menschen damals in der DDR gewesen, 1989, die dann der friedlichen Revolution die Demokratie über eingeführt haben, gestaltet haben und die Diktatur überwunden haben. Und ich denke auch, und das hat mich sehr beeindruckt und viele von Ihnen wahrscheinlich auch, die drei Polizisten, wann war es, vor 4 Wochen, vor 8 Wochen, als dieser aufgepeitschte Mob in Berlin versuchte, den Reichstag, den Bundestag zu stürmen und wo sich drei Polizisten mutig davor stellten, geredet haben, gesprochen haben, aber auch sich den Leuten in den Weg gestellt haben, um eben diese Demokratie und auch diese Institution, diesen Ort der Demokratie, nämlich den Bundestag, zu schützen. Und so sehe ich das als Auftrag an, den ich mit Ihnen teilen möchte, den jeder von uns hat, jede Bürgerin und Bürger, und wir als Christen umso mehr, weil uns ein Leben in Gerechtigkeit, in Freiheit, in Würde so wichtig sind, dass wir uns einsetzen für die Demokratie, diese mitgestalten nach unseren Möglichkeiten und diese schützen. So wünsche ich Ihnen eine gute neue Woche.